Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, jetzt zur neuen Folge von FIFA 15 Ultimate Team. Ja, wieder mit dem bedauerlichen Yannick. Ja, genau, natürlich. Auch hallo von mir, ne? Ja, heute mal alleine. Also ich spiele mal alleine mal. Gab's ja schon mal da. Aber ich glaube, haben wir glaube unentschieden gespielt oder so. Oder nee, da ich glaube 2-1 gewonnen. Das war einmal. Ja, so, wo wir nicht. So, ich stell's wieder Legende in den Sturm. So, jetzt kommt wieder Uche in den Sturm. Benzema wird nachher eingewechselt. Uche kommt in den Sturm. Oder Cherchima oder Dos Santos. Nee. Alles so geil. Geil. Ihrer braucht keiner. So, ich versuche mal mein Glück. Online zusammen. Ey, da, wie viele Spieler haben wir jetzt noch? Wir müssen jetzt noch. 7 Spiele. Um aufzusteigen. Also um drin zu bleiben, müssen wir. 3 Siege. 3 Siege, wir haben noch 7 Spiele. Und für den Aufstieg 4 Siege. Als 4 von 7 Spiele gewinnen und dann geht das. Also schreibt einfach mal in die Kommentare, wie wir jetzt weitermachen sollen. Ob ich alleine das komplette Let's Play halt alleine machen weiter soll. Oder, wieder mit Yannick zusammen. New Hope, neuer. Ich glaube, wenn wir zusammen spielen, müssen wir Mali nehmen, sonst sind wir so schlecht. Müssen wir Mali? Mali oder Jamaika. Schöner Trainer. Sexy Team, auf jeden Ramsey. Fall. Ramsey. Warbeck. Oh, Benteke, man muss. Warbeck und Benteke von. Nein, nicht Szczęsny! Unua! Der ist viel schlimmer. Wer? Unua! Wer denn das? Der ist der schnellste Verteidiger. Der auch noch richtig stark ist. Der ist ungefähr wie Aubameyang nur in der Verteidigung. Hautfarbe stimmt schon mal. So, der Markus. Ja. Ja, Hautfarbe stimmt. Genau. Aha. Das schießt er einfach mal. Oh nein! Nein! Das wäre schon wieder Uche gewesen. Das ist der Uche. So, Benteke. Wie sieht's aus? Scheiße. Liegt da. Oh, Werbeck, der bockt sich da durch. Den gibt's Info um den Jungen, der ist stark. Stark. Stark verkackt. Jetzt WLAN. Am Stissel! Passen. Oh, Uche! Da klappt sich Uche erstmal um. Ja, Uche ist aber eine Legende mit dem Team. Der wird doch nächstes Jahr gekauft. Scheiß drauf, der wird gekauft. Sehr gut. So. Ich will Schub für Uche, ne? Oh, Pedro, der pässt sich da durch. Das war ein schlechter Fall. Der Passer wieder hier vom Feinsten. Vom Feinsten. Danny Welber. Abseits. Ja. Wieso passt er nicht denn da oben zu James? Rodriguez. Ja, schade, dass ich das bekommen. Und da den Ball. Uche, ne? Na, schade, wir sind zu spät. Ballverlust. Abseits. Ah ja, okay. Die ersten paar Minuten hier. Und tschüss, mein Freund. Schade. Ja, Tricks mal verbock. Immer mein Spin-Move, mein Lieblingstrick. Geht auch. Nein. Oh! Oh. Ja, warte mal. Ach so! Das ist Szczęsny! Ja, weil wir in dem Moment so plötzlich zurückrennen können. Ja. Gucken, ob er. Das war gut dafür. Das war die Rätsche. Nur jetzt wieder hier Uche im Ballbesitz mit dem Ballverlust. Oh, dieser lange Pass war zu lang. Und Uche im Abseits. Das wäre eh Abseits gewesen, also. Ich war ja auch Abseits. War ja klar zu sehen diesmal. Das war klar zu sehen, ne? Naja. Oh, das war eine
Was ist das denn? Ach, Lennon! Oh Gott, gute Flanke. Wer war das da? Das Warbeck. Ist... Nee, nee. Doch, Danny Warbeck. War das Danny? Ja, das ist Danny Warbeck. Das sieht man an den Haaren. Das sieht man an den Haaren. Der Typ ist einfach so geil, oder? Finde ich auch. Dass das denn nur unrare ist, so unverdient finde. Der wird nächstes Jahr auf jeden Fall rare sein. Ja, der Göttlich. Ist noch jung. Der ist auch richtig jung, der Junge. Was ist denn mit Raheem Sterling, ey? 19. Ja, hat jetzt schon 90er Pace, ne? Was ist denn, wenn der irgendwie mal so 22 ist? Ja, hat er bestimmt mindestens sogar. Ah, Utsche! Schade. Hat bestimmt eine 90er Wertung oder 89er. Ne? Ah. Ja, wie fährt der jetzt 80, hat er, ne? Na, das ist ja manchmal nicht so oft im Rampenlicht. Ich. Aber ich denke mal, er wird, also wenn er weiter so spielt, dann wird er in der höheren 80er Bereich auf jeden Fall. Ja, ich denke mal so wie 85. Ja, der 85 ist doch, man wird sich alles in den Jahren. Meine Munir zum Beispiel, der jetzt anstelle von Suarez gespielt hatte. Der ist Silber Unrare und der ist 200.000 wert. Im Spiel, weil er einfach nur. Ja, erstmal von FC Barcelona. Hast du jetzt 200.000 wert? Ja, hast du den? Ja, klar, zweimal oder einmal. Der ist 200.000 wert. Ich habe mir den gekauft gehabt für 1.000 oder so. Yes. Cool. Ja, der hat ja statt Suarez gespielt gehabt. Und soll ja jetzt dann auch vielleicht Gold werden. Da hat er richtig lange Barcelona gespielt. Also in der ersten Elf. Freistoß? Und Pedro, der spielt jetzt in der Jugend. Was? Also bei Barcelona 2. Warum das denn? Weil Barcelona darf nicht traden. Es ist ein Trade-Verbot dieses Jahr. Ah ja, das weiß ich auch. Und da die Pedro momentan nicht haben wollen im Hauptteam. Fühl ich kein Foul? Nee. Wir kriegen die Gegner für sowas immer gleich 11 Meter. Dann so ein Schuss. Ja. Voll verzweifelt. Ja. Ich hab noch kein Tor gemacht. Muss man mal lange Zeit. Der Marcos ist verletzt. Was ist denn jetzt verletzt? Ist der irgendwie dumm? Der Marcos, bist du dumm? Nach oben musst du. Ist eigentlich ein Foul. Ist nach unten. Ja, blocken ohne Preis. Göttlich! Schönes Passspiel hier. Jetzt, ah, das heißt zu spät. Oh, da fängt der Ball wieder ab. Nee, doch nicht. Moreno, Alter, so ein starker linker Verteidiger. Liverpool. Ja. Ja, am besten finde ich ja wirklich die Scheiße mit Courtois. Die haben ihn ja einfach verliehen gehabt für 3 Jahre an Atletico. Und holen sich den, das hat der schon eine 88, also einen normalen. Der war ja schon Atletico, war der Biest, ey. Ich hab den ja Team of the Season gehabt. Vor allem, Chelsea hat einfach 25 Spieler verliehen, alle unter 25. Und holt sich die dann irgendwann wieder und hat dann übelst das Porno-Team. Also lässt sie bei anderen Vereinen einfach trainieren und so. Das ist eine richtig gute Strategie. Und jetzt hier Ramos mit dem Schuss, oder auch nicht? Nein! Mann, dieses Passspiel von mir ist ein bisschen geil. Ja, der Abschluss aber nicht so du. Ja, immer wenn ich den mal irgendwie weggezerrt oder so. Okay, erste Halbzeit vorbei. Schlag mich gut, relativ in Ordnung. Türchen müsste vielleicht noch fallen. Ein Türchen müsste mal fallen. Uche ist okay. Jetzt kommt Benzema rein. Nee, Chachi. Ich werde Chachi haben. Oh. Ich will Chachi haben. Und dann kommt in der 80. kommt nochmal Benzema für Chachi, ne? Und dann werden 2 Tore immer. Und so wie dein Team ist, könnte man eigentlich denken, dass es gar nicht so teuer war. Ich meine, okay, Antunes Info, aber das ist auch nicht so teuer. Und der einzige teure jetzt, der okay, Ramos Rodriguez ist auch nur noch 30.000 oder 20.000. Ab der Florian. Mann, das! Boah! Das ist keine Netz. Ich hab den lupfen müssen. Nicht wundern, Janik. So! Mann, ich hab immer so eine riesen Chance. Ist ja der Film. Soll jetzt was raus? Ja, wie kann man das eigentlich einstellen, dass der Spieler dann auch schon direkt da so steht da unten?
Mann, du nicht. Petro über die Fliege. Vorteil. Das ist Rodriguez verletzt. Nein! Nein! Das kann doch nicht sein! Ich könnte so kotzen! Oh nee! Oh Scheiße! Denk mal, ich würde mich gut schlagen hier, also in FIFA in Online-Saison. Oh, das ist aber auch. Also der Torwart blockt ab und dann Kopfball danach schön gegen den Pfosten. Ja, gut. Machetsch ist geil. Sehr schöner Pass auf Petro. Oh. Wie ihn ausnimmt. Ah. Vorbei. Ich kann kotzen. Das ist so. Oh, er schießt kein Tor, weil er einfach. Manchmal hat er gute Chancen. Manchmal hat er gute Chancen, aber die trifft er nicht. Schön abgefangen, der Pass. Das ist schön, auch bis eigentlich in die Mitte, aber scheiße, viel zu langsam. Jetzt kommt hier ein schöner Konter bestimmt. Oder nicht? Na, verteidigen habe ich besser drauf. Zeig besser drauf. Das stimmt. Aber man sieht schon, man sieht den Unterschied alleine. Ha! Also das Gefühl, dass er offensiv spielt. Denn jetzt. Oh, Tische von ihm noch. Das ist aber auch ein Ballgefecht. Kugelhagel. Kommt aber auch echt nicht durch irgendwie manchmal. Der hat eine gute Abwehr, genauso wie ich. Und aber. Wir haben einen Tunnel einfach umgehen. Oh, wer ist das denn da? Wer ist da so schnell? Ja, der ist schwarz. Nee, nichts gegen die Leute. Was? Oh oh. Komm, Bella Baby. Komm, komm, komm. Du bist geil, du bist. Du bist nicht so geil. Du warst geil. Ja! Lob! Da fällt das Tor. Zack! Cherchi. Hat er doch mal getroffen, der Junge, ne? Sag ich doch endlich mal, meine Fresse. Da hat er sich ganz schön Zeit gelassen hier. Warte, da haben wir gesehen, wie spielt er so ein FIFA. Ach, guck mal, Finesse geht rein. Hätte ich hier wieder LTW gedrückt? Nicht drin, nö. Das ist komisch. Finesse geht irgendwie übertrieben oft rein. Vor allem auch aus der Distanz. Es gibt ja Spots, da gehen Finesse-Schüsse immer rein. Ja. Nur muss man dann mit dem richtigen Fuß schießen. Und so. Mein Name ist Jerry. Ah, das ist echt feierlich. Scheiße. Mann, oh! Schon wieder der linke Pfosten, ne? Ist das irgendwie mit der linken? Ja. Also. Ja, doch. Ja. Je nachdem halt von wo man guckt, von hinterm Tor ist der linke. So wie es der Torwart sieht. Und da ist der Rennen. Nicht, dann ist er abseits. Gut, das ergibt Elfmeter. Nee, ich hab schon gesehen, das ist abseits. Ich hab Angst. Ja, bei so einem Pässen. Oh. Vorteil für ihn. Weg damit! Hätte es beim
Auch einfach während er am Ball war. Wovor er angezeigt war, den Ball berühren können. Hallo WLAN, nach hinten mit dir. Du glaubst mir nicht, dass sie sich nicht bewegen wollen. Onua, sag ich doch. Onua, noch nie was von dem gehört. Oh, er spielt im gleichen Verein wie Everton. Everton? Wie fair. Wie Everton? Scheiße, was soll ich denn hinmachen? Warum sie jetzt verletzt? Komm mal vorne. Tor! So gleich ins Tor schießen können. Ja. Ja, sicher noch was bei Kopf. Oh nein! Pieper! Oh. Fuck! Ecke, jetzt kommt der Torwart nach vorne. Das ist immer automatisch, wenn der Torwart nach vorne kommt. Das kannst du noch richtig schön kontern. Oder auch nicht. Wo ist übrigens schon wieder im Tor, ne? Ja. Fuck! Wollten Sweaty machen. Tja. So ist das mit den Sweaties. Die wollen nicht immer funktionieren. Und hat 1-2 gewonnen. Okay. Man hat gesehen. Ja, gewonnen. Ja, aber. Man hat was. Ja, ja. Gut. Das ist aber genauso wie den 1-0 von Dortmund gegen Hoffenheim. Ich denke mal, der Sieg war verdient. Zweimal gegen Pfosten geschossen, ey. Zigtausend Schüsse, nur einer geht rein. Kannst mal gucken, wie viele Schüsse du hast, Alter. Der hat den Spieler des Tages, der Gegner, ne? 11 Schüsse, 6 aufs Tor, ne? Ach, ja, wer denn sonst, Chesney? So mit Kind! Holt euch den Inform, ja? Scheiße, die Inform ist so ein Biest, so ein Biest. Ja, wir haben gewonnen, Freunde. Wir haben gewonnen. Also schreibt in die Kommentare. Ja. Ja, wie wir weitermachen sollen, ne? Wenn nicht, ja. Also sagt immer mal, ja. Es hat gut, es hat angefangen. Ja. Ey, irgendwann haben wir nur noch mit Mali gut gespielt. Mali ist gut. Mali ist gut, ja. Mali ist gut. Mali lief gut, ja. Mali ist gut. Na gut, das soll's gewesen sein. Bis dann und ciao. Ciao, ciao.